Herzlich willkommen zu Mindful statt Mindful. Heute schauen wir uns an, wie hängen Stress und Achtsamkeit zusammen. Was ist Achtsamkeit eigentlich genau? Weil das hört man immer häufiger heutzutage, aber wir gucken uns auch wirklich mal an, wie kann man es definieren? Warum lohnt es sich, Achtsamkeit mal auszuprobieren? Und am Ende machen wir noch eine kleine praktische Übung. Na gut, warum jetzt das Thema Achtsamkeit? Eigentlich haben wir uns ja gerade mit Stress beschäftigt. Und da seid ihr jetzt schon Stressexperten sozusagen, weil ihr das transaktionale Stressmodell von Lazarus kennt. Und Achtsamkeit kann man hier so einordnen, dass es die primären Bewertungen betrifft. Also wenn ich einen Reiz dann gar nicht erst als gefährlich wahrnehme, sondern ihn vielleicht sogar als was Positives betrachte. Achtsamkeit kann aber auch eine Coping-Strategie sein, dann, wenn ich schon im Stress bin und wenn ich dann Achtsamkeit bewusst einsetze, um den Stress wieder zu regulieren. Wie können wir jetzt Achtsamkeit definieren? Achtsamkeit ist die bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit im Hier, im Jetzt, mit einer wohlwollend akzeptierenden Haltung. Und warum ist jetzt gerade diese Definition so praktisch? Weil sie meiner Meinung nach ganz gut beschreibt, was passiert, wenn wir uns mal hinsetzen und meditieren. Häufig schweifen wir ab mit den Gedanken ganz, ganz schnell und sind dann nicht mehr bewusst mit unserer Aufmerksamkeit dabei. Wir denken dann an die Zukunft, was wir vielleicht heute noch so vorhaben, oder schwelgen in vergangenen Erinnerungen. Und dann sind wir nicht mehr im Hier und Jetzt. Oder, und das kenne ich von mir persönlich ganz gut, ich beurteile mich dann dafür, dass ich gar nicht mehr bei der Sache bin. Ich denke mir, Richard, Mist, du wolltest doch jetzt eigentlich meditieren. Und dann bin ich nicht mehr wohlwollend mir selber gegenüber. Deswegen, nochmal, Achtsamkeit ist die bewusste Fokussierung unserer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt mit einer wohlwollend akzeptierenden Haltung. Passend zu der Definition von Achtsamkeit mit den drei Elementen, möchte ich dir jetzt noch drei Argumente an die Hand geben, warum es sich lohnt, Achtsamkeit mal auszuprobieren. Das erste Argument ist, Achtsamkeit ist eigentlich nichts Neues. Es kommt ursprünglich aus der buddhistischen Tradition und wird schon seit Jahrtausenden dort praktiziert, bis es jetzt nach und nach auch wieder bei uns im Westen angekommen ist. Und gleichzeitig kennst du Achtsamkeit noch woanders her. Nämlich aus deiner Kindheit, wenn du dich da mal zurückerinnerst, als du als Kind ganz unbeschwert aufgegangen bist, im Spielen neugierig auf die Welt um dich herum, da hast du dir selten wahrscheinlich Gedanken um die Zukunft gemacht. Und dieser Zustand kommt Achtsamkeit sehr nahe. Von daher brauchst du dich eigentlich nur daran zurückerinnern, wie es früher war. Das zweite Argument, warum es sich lohnt, Achtsamkeit mal auszuprobieren, betrifft die Forschung. Seit 20 bis 30 Jahren wird intensiv zum Thema Achtsamkeit beforscht und es gibt viele vielversprechende Ergebnisse, von denen ich dir jetzt gerne drei vorstellen würde. Das erste betrifft einen Achtsamkeitskurs, der nennt sich Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, vielleicht hast du schon mal gehört. Und er wurde ursprünglich für chronische Schmerzpatienten konzipiert. Also für Menschen, die ganz starke Schmerzen hatten und dadurch logischerweise auch sehr gestresst waren. Andere Methoden haben bei diesen Patienten gar nicht mehr weitergeholfen. Und dann hat man festgestellt, wenn diese Menschen sich hinsetzen und einfach nur bewusst und wohlwollend die Situation wahrnehmen, dann hilft es denen. Und nach kurzer Zeit ging es vielen von diesen Patienten deutlich besser. Nach und nach wurde dieses Programm dann auch für Menschen mit Depressionen angewendet und für Menschen, die Angststörungen haben. Ein zweiter Befund betrifft unsere Erinnerung. Und da habe ich jetzt ein Gehirn mitgebracht. Und zwar gibt es im Gehirn verschiedene Strukturen. Und hier in der Mitte ist der Hippocampus verortet, der ist sozusagen unser täglicher Arbeitsspeicher. Im Laufe des Tages sammeln sich hier die Informationen und über die Nacht werden die Informationen dann in den vorderen Teil von unserem Gehirn ganz vorne langfristig gespeichert. Dieser temporäre Arbeitsspeicher ist dann bei Menschen, die chronischen Stress hatten,
geschrumpft. Und das ist schlecht, ne? Weil dann kann man sich logischerweise auch weniger merken. Die gute Nachricht ist aber jetzt, bei solchen Patienten konnte dieser Effekt umgedreht werden, wenn sie regelmäßig Achtsamkeit praktizierten. Das heißt, man hat ein bildgebenden Verfahren gemerkt, die Struktur wird auch wieder größer. Und das hatte zur Folge, dass diese Menschen sich dann auch längerfristig wieder mehr merken können. Und jetzt noch der dritte Befund. Der handelt von der Amygdala. Das ist so das Angstzentrum in unserem Gehirn. Und es ist auch eine Struktur, die ist ganz tief vergraben in unserem Gehirn. Wenn die Amygdala aktiviert wird, dann inhibiert es gleichzeitig den vorderen Teil von unserem Gehirn. Das heißt, der kann dann nicht mehr so gut arbeiten. Kennst du ganz klassisch, wenn man jetzt irgendwie plötzlich in einer ungewohnten Situation ist, vielleicht in der Prüfung, und man hat mal wieder so ein Blackout und da kann man sich eigentlich an gar nichts mehr erinnern plötzlich. Genau diesen Effekt konnte man verbessern durch Achtsamkeit. Und zwar haben sich hier auch wieder Leute gefunden, die längere Zeit Achtsamkeit praktiziert haben. Und bei denen hat man gemerkt, dieses Angstzentrum, also die Amygdala, hat dann besser zusammengearbeitet, war also besser verbunden mit dem vorderen Teil unserem Gehirn, wo es ums Problemlösen ging. Und das ist eine gute Nachricht, weil das heißt also, selbst wenn es mal stressig wird, wenn mal Angst kommt, funktioniert dein Problemlösen und dein rationales Denken wieder besser. Und als drittes Argument, warum es sich lohnt, Achtsamkeit mal auszuprobieren, da möchte ich dir einfach meine persönliche Erfahrung mitgeben. Ich selber praktiziere Achtsamkeit seit ungefähr 5 Jahren. Das heißt, ich setze mich regelmäßig hin, um zu meditieren. Und ich persönlich habe dadurch schon nach kurzer Zeit gemerkt, wie ich fokussierter durch den Alltag gehe, mir auch klarer werde über meine persönlichen Ziele im Leben. Und noch eine persönliche Beobachtung: Ich habe häufig auch gemerkt, dass durch dieses Sitzen und quasi nichts tun, dann immer wieder ganz interessante und neue Gedanken gekommen sind, wodurch ich dann auch viel Kreativität schöpfen konnte. Kommen wir jetzt dazu, wie du Achtsamkeit ganz konkret in deinen Alltag einbauen kannst. Da gibt es zum einen die formelle Achtsamkeitspraxis. Da geht es ganz konkret darum, sich wirklich mal hinzusetzen, zu meditieren. Das kann mit einer coolen Anleitung aus dem Internet sein oder ganz in Stille, wenn du zum Beispiel auf deine Atmung dabei achtest. Und dann gibt es die informelle Achtsamkeitspraxis. Das betrifft Situationen, die du sowieso in deinem Alltag machst und die du jetzt versuchst mit Achtsamkeit zu verknüpfen. Zum Beispiel für dich selber, wenn du ganz bewusst achtsam spazieren gehst und da bewusst auf die Umgebungsgeräusche, vielleicht auf die Natur achtest. Oder das kann eine Interaktion sein, wenn du zum Beispiel beschließt, jetzt noch aufmerksamer und bewusster deinem Mitbewohner, deiner Mitbewohnerin zuzuhören. Und jetzt kommen wir zur Challenge. Ich lade dich ein, das Ganze einfach mal auszuprobieren und in der kommenden Woche dir entweder eine formelle oder eine informelle Art, Achtsamkeit umzusetzen, raussuchst, die für dich passt. Und dann lade ich dich ein, diese Art, Achtsamkeit umzusetzen, immer an einem bestimmten Tageszeitpunkt zu machen. Und das nennt man dann Habit Formation, Gewohnheitsbildung. Und das ist auch psychologisch ein ganz, ganz wichtiges Tool, um neue Gewohnheiten zu lernen. Viel Spaß dabei. Du bist jetzt hoffentlich restlos davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, Achtsamkeit immer auszuprobieren. Dann sei dabei. Jetzt gibt es noch eine kleine Kurzmeditation, wo du dich einfach gemeinsam mit mir hinsetzen darfst und das Ganze mal ausprobieren darfst. Geht nicht länger als 2 bis 3 Minuten. Dann finde jetzt für dich eine aufrechte Position mit aufrechtem Oberkörper und zugleich sollte es bequem für dich sein. Die Hände kannst du einfach herunterhängen lassen oder auf deinem Schoß ablegen. Und wenn es für dich angenehm ist, dann lade ich dich jetzt auch ein, die Augen zu schließen.
Und jetzt nimmst du bestimmt schon die Stille um dich herum wahr. Die Stille und vielleicht auch ganz feine Geräusche. Geräusche aus deiner direkten Umgebung. Und vielleicht auch Geräusche, die noch von weiter weg wahrnehmbar sind. Nimm das einfach mal wahr, ohne es zu bewerten. Und dann lade ich dich ein, jetzt mal bewusst auf deine Atmung zu achten. Bewusst zu spüren, wie die Atmung ganz von alleine kommt und wieder geht. Du brauchst nichts zu verändern. Einfach nur beobachten. An welcher Stelle in deinem Körper kannst du die Atmung am besten spüren? Und dann gegen Ende dieser kleinen Meditation lade ich dich ein, jetzt noch deinen rechten Mundwinkel nach oben zu ziehen. Vielleicht klappt es auch auf der anderen Seite. Und so ein kleines Lächeln entstehen zu lassen. Ist auch völlig in Ordnung, wenn es nur ein innerliches Lächeln ist. In deinem eigenen Tempo kannst du jetzt noch Hände und Füße langsam wieder bewegen und die Augen wieder öffnen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und danke, dass du dabei warst.